Einen wunderschönen guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Trixi und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play namens Staxel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das freut mich sehr. Wie ihr bereits bestimmt bemerkt habt, hat das Spiel ein wenig Minecraft-Grafik. Allerdings, wie man sieht, ist es kombiniert mit Stardew Valley. Also im Klartext besteht Staxel aus Minecraft und Stardew Valley. Was mir übrigens auch gerade aufgefallen ist, das Logo erinnert mich schwer an einem GeForce-Logo. Ich hoffe, die Entwickler bekommen damit keine Probleme. Ja, auf jeden Fall, weil hier nun mal Stardew Valley drin ist, dachte ich mir so, ach komm, bringen wir mal eine Folge raus. Wenn es euch natürlich gefällt, werden weitere Folgen, ist ja logisch. Allerdings ist das halt sozusagen eine Testaufnahme erstmal für uns. Gut, genug gelabert. Ach genau, was mir noch eingefallen ist, ich habe das Spiel eben schon gestartet. Und bei der Generation von der Welt wird der Charaktereditor geladen. Allerdings kann ich nichts einstellen oder sonstiges. Und dann spielt mir das Spiel ab. Leider. Also ein schöner Crash. Und da darf man natürlich nicht vergessen, es ist halt eine Pre-Alpha. Aber das Aussehen können wir dann auch im späteren Verlauf nochmal abändern. Allerdings glaube ich den Namen nicht. Was mich ein bisschen wiederum ein wenig schade finde. Okay, genug gelabert. Legen wir mal los hier. Als Spieler Trixi. So habe ich die Welt nun mal genannt. Auch süß, wie eine Fischen da unten oder Blumen. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind eher Blumen. Also sehen sie aus wie Meerjungfrau-Flossen, aber naja. Aber schön gemacht. Gefällt mir. Und da sind wir schon drin. Hallo. Oh, wir werden aber nett begrüßt. Wow, sieht auch nicht schlecht aus. Gut, Farmfan. Ein neues Gesicht. Das sieht man hier selten. Ja. Du musst Fauzi sein. Das meine ich. Das ist zwar ein anderer Name von mir. Im Namen aller Einwohner in Staxel, willkommen. Ich bin übrigens Farmfan. Ich wurde geschickt, um dir den Einstieg zu erleichtern. Stimmt das? Du willst die alte Farm übernehmen? Nein, auf keinen Fall. Nein. Nein? Bist du da sicher? Ja, natürlich. Oh, dann ist das wohl eine angenehme Überraschung. Du bist also bereit, was über die Farm, über das Farm zu lernen. Bitte was? Habe ich doch gar nicht gesagt. Aber okay. So werden wir gezwungen. Das seht ihr schon. Sklaventum. Ich kann dir gerne das Dorf zeigen und deine Fähigkeit beurteilen. Wir müssen ja sicher gehen, dass du weißt, was du tust. Und dann bekommst du deine Farmlizenz. Okay? I'm already a licensed farmer. Perfekt. Bin froh, das zu hören. Ich gebe dir erstmal eine kurze Führung durch die Stadt. Dann gehen wir zur Farm rüber. Ich hoffe, dass du dich schnell hier einlebst und zu Hause fühlst. Gott ist Deutsch, korrekt. Hallo Maximilian. Oh, wenn du dich verlaufen sollst, kannst du jetzt auf die Karte schauen. Folge mir. Jupp, machen wir. Wir folgen dir auf Schritt auf Tritt. Oh, sieht aber schön aus hier. Richtig lebendig und prachtvoll und farbenfroh und ui. Sieht richtig cool aus, auf jeden Fall. So, was wollen wir hier? Madame? Oh. Das ist das örtliche Gasthaus. Hier kann man den Tag nach getaner Arbeit schön ausklingen lassen. Rowan, der Besitzer, kennt so gut wie jedes Gerücht im Ort. Du kannst ja kurz mal reingehen. Ich glaube, er hat was für dich. Ich warte hier auf dich. Okay, dann bis gleich. Hallo, Rowan. Hallo. Oh, ich denke nicht, dass ich hier schon mal gesehen habe. Bist du wohl neu in der Stadt, was? Ich bin mir sicher, dass du hier gut reinpasst. Hier, das geht aufs Haus. Oh, ein bisschen Saft, dankeschön. Betrachte es als Willkommensgeschenk. Ich hoffe, dich hier ab und zu mal zu sehen. Übrigens, das klingt vielleicht etwas komisch, aber... Ja, gibt es irgendein Tier, das du besonders magst? Bitte was? Bitte was? Ich möchte nicht deine sexuellen Vorlieben kennenlernen, mein Schätzchen, aber okay. Ach so! Katzen sind extrem süß, Hunde sind die besten. Ah! Also ich mag zwar Katzen, aber ich glaube, der Hund passt besser zum Farmer. Hol mir den Hund. Oh, was für ein Glück du doch hast. Neulich kam ein Händler hier vorbei. Meinem Sohn, der Schwester, der Freundin, seiner Tante gab es Nachwuchs. Wenn du wiederkommst, nachdem du mit Farmfan fertig bist, könnte dich ein Jungs für dich haben. Viel Glück. Jo, danke dir, alter Kauz. Dankeschön. So, wir sind hier fertig. Was willst du jetzt von mir? Können wir weiter? Ja, machen wir uns auf den Weg. Ist in Ordnung. Als nächstes schauen wir im Supermarkt vorbei. Folge mir. Jo, machen wir.
Also für eine NPC geht die ganz schön schnell, muss ich sagen. Aber wie ein Roboter. Folge mir. Miep, miep, miep. Huch. Hi, wer bist du denn? Miau. Oh, wir gehen mal schon mal weiter. Ah, da ist sie. Gut. Jo, ich bin schon hier. Im Supermarkt werden Dinge verkauft, die du täglich brauchen wirst. Hier gibt es Tierfutter, Saatgut, Werkzeuge und andere praktische Sachen. Während du damit beschäftigt warst, mit Roman zu blauen, war ich drüben bei den Händlern. Was? Du hast doch ganze Zeit da gestanden. Das wäre schon mal angelogen hier. Ja. Sie sind auf der anderen Seite des Marktplatzes. Sie sind verkauft und nicht nur Waren, sondern kaufen sie auch an. Du musst das gewünschte Item nur auf den Verkaufsplatz legen und anklicken. Huch! Rote Bietesamen. Diese Samen werden gewiss noch nützlich sein. Um sie überhaupt zu nutzen, müssen wir aber erstmal zu deiner Farm zurück. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um sich den Weg zur Farm zurückzumerken. Ich in Orientierungssinn. Der war gut. Nee, war ernsthaft mal. Drehe ich mich einmal um 180 Grad, weiß ich schon gar nicht mal, wo ich bin. Oh Mann, da ist das Gasthaus. Da müssen wir uns das merken. Da ist der Bürgermeister. Da hinten ist der Supermarkt. Ja, das kriegen wir schon irgendwie. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wo ist die Farm? Ich hoffe, nicht allzu weit weg hier von hier. Aber ist echt schön gemacht hier. Auf jeden Fall. Und besonders das Gasthaus finde ich auch sehr, sehr schön. Es hat so richtige, so eine richtig rustikale Wirkung auf mich. Richtig schön gemacht. Also Minecraft, wie geht die denn? Also in Minecraft ist es auf jeden Fall bisschen, wie soll ich sagen, monotoner? Ja, kann man so sagen. So, hier sind wir. Dein neues Zuhause. Auf den ersten Blick vielleicht etwas abschreckend, aber du wirst dich schon einleben. Du bist etwas außerhalb des Dorfes verglichen mit uns anderen. Hoffentlich wird dein Haus dir dich vor der Einsamkeit schützen, sobald es da ist. Falls nicht, komm einfach zu uns. Die Straße unter mir plaudern gerne. Ich merk's. Wir sollten uns wohl mal die Felder ansehen. Folge mir. Jupp, machen wir. Was für Felder? Hier sind keine Felder. Betrug! Mit der Hacke kannst du den Boden umgraben, um Samen einzupflanzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hacke aufladen, um einen großen Bereich umzugraben. Versuch's mal und pflanze ein paar Samen für mich. Falls du sie verloren hast, bekommst du welche bei den Händlern in der Stadt. Wo machen wir denn jetzt hin? Da will ich nicht hinmachen. Ich würde sagen, hier. Machen wir hier hin. Ja, komm. Wo ist die Hacke? Da. Zack, zack, zack. Zack, weg damit. Weg mit dem Gemüse. So, da haben wir jetzt wie viele Felder? 1, 2. Ich möchte so 2 vom Haus auf weg haben. Dann machen wir hier so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 1. Okay, machen wir hier nochmal daneben, würde ich sagen. Ja. Was ein Geräusch. So, oh, was ist das denn? Green Leaf. Ah, okay. So, jetzt müssen wir noch die Päckchen da einsammeln. Was ist das? Das ist, glaube ich. Ah, da ist es. Was? Nur 1? Das ist ja doof. So. Erfolgreich. Haben wir gemacht. Und du? Gut gemacht. Hier ist eine kleine Belohnung für deine gute Arbeit. Och, ich fühle mich echt wie so ein Hund. Hier hast du ein Leckerchen. Hast du toll gemacht. Fein. Gießkanne. Oh. Und 200 Blütenblätter. Uiuiui. Du kannst die Gießkanne benutzen, um deine Pflanze zu bewässern. Wenn du deine Pflanze nicht täglich gießt, vertrocknet sie. Vertrocknete Pflanzen wachsen nicht. Los geht's, versuch's mal. Okay, sehen wir mal. Ah, das ist ja cool. Muss man auch nicht mal auffüllen. Über Stardew Valley, das ist ja geil. So, haben wir gemacht. Sieht so aus, als ob du das langsam in den Griff kriegst. Ja. Hier, eine weitere Belohnung. Wieder 200 Blütenblätter. Ich glaube, es wird einige Zeit brauchen, bis sie wächst. Tatsächlich bekomme ich langsam etwas Durst. Kannst du diese Notiz an Rowan überbringen und mir etwas zu trinken holen? Vielleicht hat er ja sogar ein paar Aufgaben für dich. Ich warte dann hier auf deine Rückkehr. Was? Bist du ein faules Stück? Hammerat! Na gut, so kann man sich besser die Wege merken. Es hat ja auch was. Das ist ja cool, man braucht nicht hochzüppen. Sie geht von alleine hoch. Das ist echt cool. Ich glaube, das ist bei Minecraft auch automatisch, glaube ich, ja? Ich meine schon. So, wir sollen ja in das Gewächshaus gehen, genau. Ich glaube, das war das Gebäude. Ich hoffe. Jo, ist ein Bierfass dran. Das wird wohl das Wirtshaus sein. Aber ich muss sagen, das sieht doch Hammer aus. Richtig schön.
Gefällt mir. Echt schön gemacht. So, das sollte mir die nicht geben. Das soll mir die nicht geben. Machst du gut, Wauzi. Ist die Notiz für mich? Hm. Vom Fan hat dich also geschickt, um mir mehr Saft zu holen. Was? Sie trinkt viel. Zu viel davon. Hm, immer diese Jugend hier. Immer am Abzocken. Also geht immer gar nicht. Wie wär's damit? Du bist mir bei ein paar Besorgungen und ich werde sehen, was ich tun kann. Nichts Großartiges oder so. Oh, nee. Sagt jeder. Bring das einfach zu Live im Gemischtwarenladen. Er weiß schon, was ich brauche. Es ist eine Bestellung, auf die ich jetzt schon fast eine Woche warte. Also, wie du vielleicht siehst, bin ich einfach zu beschäftigt, um das Gasthaus unaufsichtlich zu lassen. Also diese Jugend hier von heute, überhaupt kein Verlass mehr drauf. Also, los geht's. Jojo, ich bin schon unterwegs. Live, da hinten. Oh Mann, das läuft richtig gut mit meiner Orientierung, bisher zumindest. Das sollten wir abgeben, ja. Lalalala. Hallo, Live. Na du? Ich betreibe das hiesige Geschäft. Es heißt Live. Komm mal vorbei. Oh, also hat Roman endlich jemanden geschickt, der seine Bestellung abholt? Er hat sich ja lang genug Zeit gelassen. Was es auch ist, es riecht langsam komisch. Ich bin froh, wenn ich jetzt endlich los bin. Übrigens, Glückwunsch zu deinem neuen Haustier. Muss schön sein, solch einen guten Kameraden zu haben. Hier, draußen kann es ziemlich einsam werden. Du siehst verwirrt aus. Naja, ist dir auch egal. Ich habe auch was für dich. Ui, Futternapf und Tierfutter. Ui, dankeschön. Das wird definitiv nützlich für dich sein. Jetzt, wo du einen Hund Haustier hast. Wir verkaufen hier lauter praktisches Zeug. Schau dich ruhig jederzeit um und kauf, was du gerade brauchst. Aber sorg jetzt erstmal dafür, dass dieses Paket von hier verschwindet. Lange halte ich den Geruch nicht mehr aus. Ja, ist ja gut. Kann ich dafür. Illegale Graslieferung, mit Sicherheit. Weil Gras hat nun mal einen sehr unangenehmen Geruch. Oder angenehm? Naja, kommt auf Frauen. So, Roman, hi. Ah, dieses überwältigende Aroma. Du hast mein Päckchen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Ja, seht ihr mal, der kritzt schon so. Der einnehme Duft und dieses unvergleichbare Aroma. Oh, ja, ich hab's geahnt. Du willst wissen, was in dem Paket ist? Natürlich, ja. Was ist denn da drin? Es ist ein spezieller, fermentierter Fisch. Ah, okay. Es gibt da draußen nur wenige Inseln, die so ein Schätzchen produzieren. Also kommt man auch entsprechend schwer. Ich finde es toll, live zu necken, indem ich ihn in den Laden liefern lasse. Was? Aber genug davon. Ich kann mir gut vorstellen, dass du nichts anderes willst, als dein Tierchen zu sehen. Hm? Oh, habe ich dir das noch nicht erzählt? Ich habe dein Haustier bereits rüber zur Farmfan geschickt. Das da ist nur ein Zettel mit ein paar Anweisungen für Farmfan. Bitte gib ihn ihr von mir. Und vergiss den Saft, den sie wollte. Ich habe ihn ihr bereits zukommen lassen. Nun beeil dich lieber und begrüße deinen neuen Gefährten. Oh, denk daran, du bist jederzeit willkommen. Abends ist ja meistens mehr los, als komm am besten dann vorbei. Du sollst jedoch nicht zu lange draußen bleiben. Es ist immer noch am besten, nachts im eigenen Bett zu schlafen. Oh, vielen, vielen Dank für den netten Tipp. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Farm. Eieiei, was ein Gerenne hier. Upsala. Na Quatsch, die Farm war da hinten. Na, seht ihr, was ich meine? Einmal um 180 Grad gedreht und ich weiß schon mal, wo ich bin. Lalalalalala. Also, ich muss sagen, die... Ui, ein brauner Schmetterling. Hm? Sind wir überhaupt richtig? Wo ist denn meine Farm? Da hinten. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Dann wird das schon stimmen. Können wir irgendwie laufen? Was ist denn jetzt laufen, das? Nö, das ist laufen scheinbar. Lalalala. Na, da ist meine Farm, ja. Gott sei Dank. Ich habe Schlag gehabt, dass ich mich jetzt schon verlaufe. So, gib aber mal ein bisschen kurios rein. Querfeld ein. Hallo. Wo ist mein Saft? Du hast keinen? Roman meinte, er hätte sich um alles gekümmert. Oh, übrigens, ist der Brief für mich? Zeig mal her. Also, er muss ja nicht gleich so direkt werden. Naja, dann wohl kein Saft. Zum Glück bin ich eine herzensgute Person. Ansonsten hätte ich dein Tier jetzt behalten. Was? Amat. Bitte sehr.
sollte ich am besten auch noch beibringen, wie man die Tierhütte platziert. Ein Hammer wäre schon mal nützlich, falls du noch was ändern willst. Du kannst die Tierhütte ähnlich wie ein Werkzeug benutzen. Wenn du die Taste gedrückt hältst, kannst du die Hütte noch belieben drehen. Na los, versuch's mal. Okay, Hundetüten. Stimmt, wir sind wieder dahin. Ja, komm. Hauen wir dahin. Zack, zack. So, wo ist die Hundehütte? Platzieren. Oh, das war ein Monster. Ah, es geht wie einen blöden Stein. Kann man den abbauen mit dem Hammer? Geht das? Hammer, Hammer, Hammer. Wo ist denn der? Das ist kein. Warte mal. Ups. Da, komm mal rein. Da haben wir einfach gar nicht drin. Mach doch mal. Zumindest gerade mal hier sortieren. So, die Hundehütte kommen wir noch rein. Dann kommt das dahin. Das kommt dahin. So, das sieht schon ein bisschen besser aus. Gut. Und pop. Ah, das geht super duper. Kann man jetzt platzieren, den Hund, die Hundehütte? Was? Ach, da muss man auch mal eine Hand aufnehmen. Oh, vergesst es immer wieder. Das geht immer noch nicht. Holen wir mal das hier noch weg. Vielleicht geht's ja dann. Jetzt funktioniert es. Mal gucken. Ist auch richtig rum, gell? Ja, so. Beinahe hätte ich platziert. So, das sieht immer putzig aus. Ah, gut gemacht. Bist du sicher, dass dir diese Ausrichtung gefällt? Vergiss nicht, du kannst jederzeit den Hammer benutzen. Das Tier wird dann sicher verfahren, bis du die Hütte wieder aufstellst. Wenn du die Taste beim Platzieren gedrückt hältst, kannst du die Ausrichtung bestimmen. Dein Haustier wird übrigens ziemlich schnell hungrig. Es wäre wohl eine gute Idee, einen Vorrat an Tierfutter anzulegen. Was? Tierfutter? Im Supermarkt wird vieles verkauft, was du im Alltag brauchen wirst. Ich werde mal nachschauen. Erstmal kannst du deinen neuen Futternapf platzieren und mit Futter füllen. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Wo ist denn der Hund? Hoppla. Wo ist mein Hund denn? Sehr seltsam. Na gut, hauen wir mal hier einen Futternapf hin. Passt der da? Der passt nicht drauf. Dann machen wir den davor, würde ich sagen. Ja. Da setzen wir den hin. Wir machen erstmal das weg. So. Und dahin. Und jetzt sollen wir noch Hundefutter reintun. Ach, haben wir wieder im. Wo ist denn der Hund? Ah, da ist ein Futter. So. Lecker, lecker. So. Aber ich habe keinen Hund. Na, ich verstehe es nicht. Großartig. Das Futter sollte für eine Weile reichen. Ich habe es langsam satt, auf die Ernte zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass sich mein Gesicht langsam nervt. Jupp. Siehst du den Krug mit Wasser, den ich dir gegeben habe? Das ist kein normales Leitungswasser. Aha. Magisches Wasser lässt deine Pflanze sofort wachsen. Cool, was? Einige Händler verkaufen es vielleicht, also achte darauf, es ist allerdings ziemlich selten und teuer. Gieße sie über die Pflanze, die du gerade gepflanzt hast, und ernte sie. Machen wir, aber wo ist der Hund? Amat. Naja, bewässern, Linksklick. Bewässern? Ah! Cool, da haben wir unsere Ernte. Zack! Sehr schön, Rübe, Erfolg, freigeschaltete Ernte, eine Pflanze. Du hast es geschafft! Gar nicht mal so schwer, oder? Jetzt ist es an der Zeit, dir das Registrierungsformular für deine Farm zu geben. Geh damit so schnell wie möglich zum Rathaus, um dich bei Max zu registrieren. Im Gegensatz dazu erhältst du ein Spezialpaket für einen guten Start für deine Farm. Was mich angeht, sollte ich dir so langsam aus dem Weg gehen. Du kannst mich jederzeit in der Stadt finden. Viel Erfolg! Danke dir für die Einleitung, aber wo ist mein Hund ist? Keine Ahnung, ey. Der muss doch irgendwo sein hier. Denn was gegessen? Eins von zwei. Ich habe einen unsichtbaren Hund. Ich habe einen Geist. Ah, da ist er. Oh, bist du putzig. Oh, Teddy. Oh, das ist ein suffiger Name. Süßer Name. Oh, komm mal her, Kleiner. Komm mal her. Ah, ich mag dich auch. Knuddel. Oh, wie cool. Gut, dann gehen wir mal jetzt mal zum Bürgermeister. Oh, der Hund, er ist der Hammer. Komm, komm raus. Raus. Wird das schön. Komm. Na komm. Komm, komm. Komm doch. Ach, dann bleib doch drin, blöde Höhle. So. Bürgermeister, wo bist du nochmal? Das finde ich echt geil, dass man da drüber gehen kann.
Aber die Gebäude und so sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Bürgermeister. Wo war der denn jetzt nochmal? War das der? Ja, das ist der Bürgermeister. Das ist so eine typische Bürgermeister-Uhr dran. Bürgermeister? Hallo, wo bist du? Ich höre ihn doch. Hä? Was ist denn der? Warte mal, wo ist der Bürgermeister? Was ist das? Ich glaube schon. Da gehen wir mal zu dem. Müssen wir doch zum Bürgermeister noch suchen, ey. Halleluja. Das fängt ja schon gut an hier. Muss ja hier irgendwo sein. Ist er hier drin? Ah, da ist er ja. Hi, Chefchen. Was liest du denn da? Sieht aus, als ein Buch fressen würde. Naja, gut. Gehen wir mal die Lizenz hier. Hallo. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, habe ich mich ja noch gar nicht richtig vorgestellt. Ich bin der Bürgermeister dieser kleinen Stadt. Oh, ist das eine Farbenregistrierungsschreiben? Sehr schön. Ich werde es zu den Akten legen. Im Gegensatz erhältst du deine Lizenz und ein paar sehr praktische Dinge. Möchtest du das Registrierungsformular abgeben? Ja. Ich blicke gerade, was für eine Stimme ich ihm geben soll. Hervorragend. Hier ist deine Lizenz. Wir haben auch einige zusätzliche Dinge für dich. Uiuiui. Wir alle hoffen, dass du der Farm neues Leben einhauchen kannst. Jetzt, wo du die Lizenz in der Farm bist, können wir uns endlich um diese verwirrten Rinder kümmern. Was? Was für Rinder? Bevor das aber möglich ist, musst du erstmal eine Scheune bauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich qualifiziert genug dazu bin, dir diese Dinge beizubringen. Ich schlage vor, du triffst dich mit Alyssa. Sie wird dir mit allem behilflich sein, was du brauchst. Du findest sie wahrscheinlich beim Handwerkerladen. Falls nicht, dann wird dir deine Karte dabei helfen, sie zu finden. Komm dann auch zu mir und wir besorgen dir ein paar Kühe. Okay, aber ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, liebe Leute. Wenn ihr natürlich mehr sehen wollt, ist ja klar. Ansonsten vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und euch auch diese Folge reingezogen habt mit mir gemeinsam. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar noch da oder ein Abo oder ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi. Ciao, ciao.